Die Spieler der österreichischen Nationalmannschaft klatschen mit dem verletzten David Alaba ab. Grund zur Freude herrscht. Das letzte Testspiel vor dem WM-Qualifikationsspiel gegen Deutschland wird gewonnen. Daheim gegen die Türkei mit 2:0. Der erste Sieg über die Türken seit 24 Jahren. Herbert, du hast gesagt, es hat viel Gutes gegeben, ein paar weniger gute Sachen in dem Spiel. Beginnen wir mit dem Positiven. Was war so für dich am überzeugendsten? Ja, die Mannschaft hat so angefangen, aggressiv, und da hat man sofort gesehen, dass sie dieses Spiel eben gewinnen wollen. Und das, dadurch sind sie natürlich ein bisschen mit Glück, aber sie sind belohnt worden mit einer sehr schnellen 2:0-Führung. Und das war heute die halbe Miete. Natürlich haben dann die Türken alles versucht, um hier zumindest zum Anschlusstreffer zu kommen. Und der wäre heute auch wahrscheinlich nicht gut gewesen, denn dann hätte das Spiel kippen können. Aber unsere Abwehr ist dann gut gestanden. Sie haben wenig zugelassen und deswegen ist auch letztlich dann der Sieg verdient. 1:15 waren gespielt und dann macht Veli Kavlak gerade ausgerechnet gegen die Türkei sein erstes Länderspieltor. Da haben wir noch zunächst einmal unmittelbar davor die Möglichkeit von Ivanschitz und dann dieser Fehler vom türkischen Torhüter und dieser wunderbare Heber von Veli Kavlak. Und das ist bereits das 2:0. Ivanschitz. Und damit war bereits nach 6 Minuten der Endstand gegeben. Das 2:0 für Österreich. Ich sehe gerade den Teamchef. Na, ich höre auch Willi Kavlak haben wir vor dem Mikrofon bei Andi Felber. Da steht einer neben mir, der über das ganze Gesicht strahlen müsste in seinem 18. Länderspiel, das erste Länderspiel-Tor. Noch dazu gegen die Heimat des Papas, gegen die Türkei. Wie groß ist die Freude, obwohl auch die Müdigkeit sehr groß ist, wenn ich in Ihre Augen blicke? Ja, also es war auf jeden Fall ein hartes Stück Arbeit hier. Aber wir haben gut dagegen gehalten, guten Fußball gespielt, gut gegen den Ball gearbeitet und ja, schlussendlich auch verdient gewonnen. Das Tor, ist das etwas, was ein Instinkttor war, wo Sie sofort gesehen haben, den Ball, den muss ich drüber heben? Ja, genau. Also da hat man nicht viel Zeit nachzudenken. Ich habe den Fehler vom Torwart registriert, den Ball angenommen und dann ist alles schnell passiert. Emotional ein Tor, speziell gegen die Türkei, ganz was Besonderes? Ja, natürlich. Also Heimat meines Vaters, mein Heimatland. Und ich bin froh, dass ich das Tor gemacht habe. Es war ein guter Test für uns. Jetzt kommt dann Deutschland und ja, wir sind gewappnet. Ein guter Test mit zwei sehr schnellen Toren, aber auch mit, sage ich einmal, der Tatsache, dass die Türken eigentlich viel mehr im Ballbesitz waren und euch dann doch zeitweise kontrolliert haben. Ja, natürlich. Also wenn man nach 5 Minuten 2:0 in Führung geht, dann spielt sich, keine Ahnung, im Kopf sowas ab, dass man sich ein bisschen weiter zurückfallen lässt, ein bisschen mehr Ruhe hat. Aber ich denke, wenn es von Anfang an also 0:0 länger gedauert hätte, wäre es ein ganz anderes Spiel gewesen. Aber wir sind froh, dass wir gewonnen haben und ja, jetzt sind wir fit für Deutschland. Danke, Willi. Gratuliere. Und bei uns ist jetzt Teamchef Marcel Koller. Herzlichen Glückwunsch. 2:0, okay. Der Sieg im letzten Test. Ziemlich wichtig, vermutlich auch auf das, im Hinblick auf das Spiel gegen Deutschland. Sagen Sie, wie oft ist es Ihnen eigentlich schon in Ihrer Trainerkarriere passiert, dass man nach 6 Minuten Ihre Mannschaft 2:0 führt? Ja, 1:0 schon, aber 2:0, das ist sicher auch vorgekommen, aber ich mag mich nicht zurückerinnern. Aber wie wichtig war das für den Spieler und wie zufrieden waren Sie mit diesen 90 Minuten? Ja, es war sicher sehr wichtig, weil wir ja auch gesehen haben, dass die türkische Mannschaft sehr stark ist. Also ich habe sie so erwartet, ich habe sie auch so beobachtet oder die Spiele, die ich gesehen habe, dass sie hervorragende Einzelspieler haben, gute Technik, Schnelligkeit, auch Athletik, und das haben sie sehr gut gemacht. Aber mein Team hat natürlich gut dagegen gehalten und ist, wie gesagt, für uns ein Vorteil gewesen, dass wir natürlich so früh in Führung gegangen sind und da ein bisschen aus der Defensive arbeiten konnten. Die Vorgaben wurden alle optimal erfüllt? Ja, man hat natürlich auch gesehen, dass ja auch der ein oder andere natürlich noch nicht voll im Schuss ist, dass es immer noch ein Vorbereitungsspiel war. Und da hoffen wir, dass wir dann in ein paar Wochen schon noch ein bisschen weiter sind. Es hat so eine Phase gegeben in der ersten Spielhälfte, so 20, 30 Minuten lang, da haben wir den Ball bekommen und dann sofort wieder ein Abspielfehler. Woran mangelt es da noch? Ja, das war natürlich auch so, weil die Türken ein gutes Pressing gemacht haben. Ne? Und die standen immer so 3-4 Meter weg und wenn einer angespielt wurde, dann waren sie gleich da. Und die haben das wirklich sehr gut gemacht. Und von unserer Seite her haben wir da einfach zu viel Hektik drin gehabt und keine Ruhe. Also das haben wir in der Pause angesprochen. Ich denke, die zweite Halbzeit war ein bisschen besser. Aber Herbert, du hast gesagt, hinten gut gestanden, zufrieden gewesen mit der Abwehr. Ja, wir haben vielleicht
Dreimal haben wir leider durch die Abwehr durch in der Mitte einen Pass bekommen zu Torchancen für die Türken. Aber auf der anderen Seite, speziell die Innenverteidiger, Zweikämpfe, Bogatec und Brödel haben fast jeden Zweikampf gewonnen, in der Luft und auch am Boden. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Auch, dass wir zu Null gespielt haben, war vielleicht mit ein bisschen Glück, denn die Chancen, die eine oder andere war da für die Türkei. Aber vielleicht schauen wir uns noch zwei an von der zweiten Spielhälfte. Genau, und ich glaube auch Alma hat auch heute gezeigt, dass er schon in Form ist und dass er hier seinem Mann steht. Hier zum Beispiel den Freistoß von Altin Top, der wirklich super geschossen war, den hält er dann. Ist Alma jetzt auch in der WM-Qualifikation die Nummer 1? Wir hoffen, dass er gesund bleibt und dass nichts passiert. Und er hat das bestätigt, was er eigentlich auch in den zwei Spielen, wo er gespielt hat, gegen Finnland und in der Ukraine, hat er das sehr gut umgesetzt. Und wie gesagt, wenn er dann fit bleibt, dann werden wir ihn in drei Wochen sehen. Irgendwelche neuen Erkenntnisse auch gewonnen? Es hat ja gegeben auch diese Variante mit Fuchs im Mittelfeld, Hanik als Spitze. Ja gut, das sind jetzt mal Dinge, also dass Hanik vorne spitz spielen kann, das wussten wir eigentlich schon, und Fuchs auf der Seite mit Suttner zusammen, das müssen wir jetzt zuerst mal ein bisschen analysieren und dann unsere Entschlüsse ziehen. Wir hatten dann auch noch zwei Möglichkeiten in der Schlussphase in den letzten 5 Minuten durch Janscher und durch Burgstaller. Wie wichtig ist es Ihrer Ansicht nach jetzt gewesen im Hinblick auf den 11. September? Ja, es gibt natürlich Selbstvertrauen, aber wir wissen auch, dass wir noch nichts erreicht haben, dass wir auch jetzt immer noch auf einem guten Weg sind und dass wir aber noch einen weiten Weg haben, um dann wirklich auch in diesen Qualifikationsspielen unseren Mann zu stehen. Und da wollen wir weitermachen. Ist aber so, dass wir jetzt da nicht überheblich werden und denken, wir können die Deutschen aus dem Stadion schießen. Noch ganz kurz, wir haben schon geredet über die Affäre Paul Schaner. Inwiefern bedauern Sie das? Oder beziehungsweise jetzt anders gefragt, wie sehr geht er der Mannschaft ab, Ihrer Meinung nach? Wie groß ist der Verlust? Ja, wir hätten ihn sicher gebrauchen können. Es ist so, dass er in den zwei Spielen im Sommer in Innsbruck, dass er sich da gut präsentiert hat. Und ich habe ihm gesagt, dass er jetzt für das Spiel nicht spielen wird, weil ich die anderen zwei nochmals sehen möchte. Und ja, das hat dann wahrscheinlich seinen Entschluss, oder sein Entschluss wurde dann gefasst durch diese Entscheidung. Und es ist schade, dass er nicht mehr mit dabei ist und dass er die das so knallhart durchgezogen hat. Okay, also eine Alternative weniger. Ich bedanke mich nochmals, herzlichen Glückwunsch zu diesem heutigen Sieg gegen die Nummer 30 der Weltrangliste, das sei hier auch nochmals erwähnt. Unsere Gegner oder zwei wichtige Gegner in der WM-Qualifikation, die haben heute daheim verloren, nämlich Schweden gegen Brasilien mit 0:3 und auch Deutschland musste sich daheim in Stuttgart Argentinien mit 1 oder in Frankfurt, glaube ich, haben sie gespielt, mit 1:3 geschlagen geben. Ich weiß nicht, ob wir jetzt noch ein Tor haben. Das 2:0 von Lionel Messi, der auch einen Elfer vergeben hat. Hier das 2:0 für Argentinien. Schluss stand dann 3:1 für Argentinien. Noch im Gang die Partie Serbien gegen Irland. Da steht es zwischenzeitlich noch 0:0. Abschließend, Herbert, wie zuversichtlich dürfen wir in die WM-Qualifikation gehen? Naja, in die Qualifikation denke ich schon, dass wir wirklich auch durchaus die Chance haben, um den zweiten Platz zu spielen. Ich glaube, es wäre jetzt vermessen, wenn wir jetzt gegen die Türkei gewinnen, dass wir schon davon reden, dass wir die Gruppe gewinnen. Denn Deutschland wird sich natürlich hier wahrscheinlich sehr stark präsentieren. Aber wenn jetzt vielleicht sogar Löw schon ein bisschen angeschlagen ist. Ja, es wird sie sicher stören, denn es ist jetzt eben auch eine empfindliche Niederlage zu Hause, obwohl die Mannschaft natürlich in Wien dann ganz anders ausschauen wird. Komplett haben sie ja nicht gespielt. Für uns ist auf alle Fälle wichtig, dass ein Satz, der in Österreich dann sicher gefallen wäre, der ist weg. Nämlich, wenn man schon gegen die Türken nicht gewinnt, warum soll man dann eine Chance gegen die Deutschen haben? Das ist einmal psychologisch einmal sehr wichtig. Also ich glaube, dass wir eine kleine Chance immer haben. Aber Favorit bleibt natürlich Deutschland, sowohl im Spiel in Wien als auch in der Gruppe. Also Österreich gewinnt diesen letzten Test gegen die Türkei mit 2:0. Das war sie aus dem Ernst-Happel-Stadion. Wie immer am Ende eines Fußballspiels einen schönen Abend von mir und gute Nacht.